Ja, hallo, liebe HSV-Fans, hier ist wieder Kuddel TV. Ich möchte ganz kurz nochmal auf unser Derby zwischen HSV und Werder zurückkommen. Es war richtig mal wieder so was für uns Hamburger, vor allem eine Freude, dass wir endlich mal wieder gegen Werder Bremen gewinnen konnten. Und auch berechtigt. Wir haben denen mal gezeigt, wer hier zurzeit Champions des Nordens ist, außer Hannover 96, die wir ja gar nicht mitzählen. Aber zwischen Werder und HSV, das war ein Fight, so wie wir das sehen wollen. Es lief nicht alles so, wie man das gedacht hat, aber trotzdem, unsere Jungs haben sich Mühe gegeben und auch ganz besonders von Zinnbauer, die jungen Leute, die er bringt, denn unser Mohamed, den ihr alle ja schon gesehen habt, das ist wirklich einer, mit dem kann man rechnen und auch aufbauen. Und nun möchte ich ganz gerne mal zu dem Mannschafts- und Spielverlauf ein klein wenig erzählen. Mir hat wieder unser Heiko Westermann ganz hervorragend gefallen. Schade, ich habe ihm ein Tor gegönnt. Schade, dass er die eine Chance leider nicht genutzt hat. Der ging leider gegen Pfosten oder gegen die Latte. Das war ja gegen die Latte. Aber sonst hätte ich ihm das Tor gegönnt. Und ganz besonders ist mir auch aufgefallen, dass der Rutschneff, wie der gekommen ist, Arthur, es war Belebung vorne im Sturm. Man konnte sehen, dass er unbedingt ein Tor machen wollte. Und wie er dahin lief, ich meine, da muss ja auch erstmal einer sein. Das ist noch nicht jedermanns Sache, dass in dem Moment auch da einer steht, wo der Ball ist. Und dann möchte ich noch mal dazu sagen, was mir auch wieder gefallen hat, ist, Drobny zurzeit ist ein sicherer, ruhiger Torwart. Was hat der zwei, drei Dinger gehalten, die jeder andere vielleicht gar nicht gehalten hätte? Und im Ganzen auch Raphael van der Vaart, der auch wieder ein bisschen mehr Dampf gemacht hat und mir auch in seiner Rolle, die er da ausführen sollte, auch gefallen hat. Also liebe HSV-Fans, ganz besonders müssen wir nochmal darauf zurückkommen. Wir können uns doch wirklich freuen, dass das Spiel für uns zum Gunsten, unseren Gunsten ausgegangen ist und auch ganz besonders, dass wirklich die drei Punkte hier in Hamburg geblieben sind. Wir können wieder ein bisschen weiter nach vorne sehen und was uns auch freut, ist, dass die Mannschaft einfach eine Einheit ist. Und damit ist dieses Thema durch. Aber noch einen Nachtrag möchte ich zu unseren sogenannten Fans, die HSV-Fans, die sich wieder daneben benommen haben. Das hatte ich ja schon mal angesprochen. Das gehört sich einfach nicht für so eine Großstadt wie Hamburg. Und auch unsere anderen Fans, die da nicht mit einverstanden sind, die wollen das nicht, dass so etwas Negatives auf unsere Mannschaft und auf den Verein zurückkommt. Und am Ende ist es ja so, dass immer der HSV dafür gerade stehen muss. Es kostet alles Geld und auch draußen in den anderen Gegenden, die das so sehen und hören, die denken sich ja ihren Teil schon wieder die Rabauken. Und das gehört sie einfach nicht. Deswegen nochmal eine Mahnung an den Fans, benehmt euch vernünftig und sonst braucht ihr gar nicht hier zum HSV herkommen. Hiermit möchte ich diese Sache auch beenden und wir melden uns nochmal zum Augsburg-Spiel, im Vorbericht und deswegen aus diesem Grunde nur der HSV. Tschüss.